Bis zu 24 Stunden dauern die Rennen der World Endurance Championship, kurz WEC. Vier unterschiedliche Fahrzeugklassen gehen gemeinsam an den Start. Neben für die Rennen angepassten Straßenwagen gibt es auch Sportprototypen, die ausschließlich für die Rennen gefertigt werden. Im vergangenen Jahr konnte Audi mit dem R18 e-tron Quattro in dieser Kategorie die Meisterschaft für sich entscheiden. In diesem Jahr gelten bei der WEC neue Regeln. Effizienz ist das Stichwort. Deshalb mussten die Ingenieure den R18 komplett neu aufbauen. Pro Runde steht dem Auto nur eine gewisse Energiemenge zur Verfügung. Die Effizienz immer im Blick, müssen die Fahrer natürlich trotzdem schnell sein. Die Kupplung wird nicht mehr über ein Pedal mit dem Fuß, sondern über Wippen hinter dem Lenkrad bedient. Im neuen Monocoque sitzen die Fahrer außerdem aufrechter. Ein neu konstruiertes Laserlicht leuchtet die Strecke noch homogener aus. Ein Plus bei den Nachtpassagen der Rennen. Im März hat der neue R18 auf dem Genfer Automobilsalon seine Premiere gefeiert. Das endgültige Design hat Audi da aber noch nicht verraten. Ende März hatte R18 im finalen Clyde den Sprung auf die Straße geschafft. In Le Mans fährt der neunmalige 24-Stunden-von-Le-Mans-Sieger Tom Christensen den Diesel-Hybrid-Sportwagen vom Stadtzentrum zur Rennstrecke, so wie es in historischen Rennzeiten üblich war. Die Strecke war dafür extra abgesperrt und eine maximale Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern vereinbart. Nicht nur eine Herausforderung für einen echten Rennfahrer, sondern auch für die Technik, die ja nun mal auf ganz andere Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Nach 15 Kilometern Fahrt erreicht der R18 die traditionsreiche Rennstrecke von Le Mans. Hier ist der Wagen in seinem Element. Das 24-Stunden-Rennen auf dieser Strecke bildet im Juni den Höhepunkt der 8 Rennläufe der WEC. Am 20. April ist aber zunächst der Saisonauftakt im britischen Silverstone. Es war fantastisch. Durch die tiefe Sitzposition habe ich die Stadt aus neuer Perspektive gesehen. Und in Begleitung der Polizei nur 60 Stundenkilometer zu fahren, war ein völlig neues Gefühl. Beim neuen Audi R18 e-tron Quattro hat sich der Hubraum des V6 TDI-Aggregats von 3,7 auf 4 Liter erhöht. Nach dem Test verschiedener Systeme zur Energierückgewinnung war klar, der neue Hybrid-Bolide wird bis zu 2 Megajoule Energie durch Rekuperation gewinnen. Die Energie fließt ausschließlich durch eine Motorgeneratoreinheit an der Vorderachse und dann in einen Drehmassenspeicher. Das Auto ist fantastisch und sieht toll aus. Die Testfahrten haben schon gezeigt, dass, wie es bei Audi Sport immer ist, das Nachfolgeauto besser ist als sein Vorgänger. Das ist eine der Stärken von Audi. Viel Zuversicht also bei den Ingolstädtern, den Titel zu verteidigen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Ebenfalls in Genf hat Porsche den 919 Hybrid vorgestellt. Damit kehrt Porsche nach 16 Jahren in die Königsklasse der WEC zurück und wird neben Toyota für starke Konkurrenz sorgen.